Hallo und herzlich willkommen. Leichter Leben, Zeit für mich, liebe Zuschauer, mit internationalen Gästen, die gar nicht von so weit her kommen. Chia Ji Lau ist bei mir. Eigentlich Hongkong-Chinesin, genau. Aber in Berlin geboren und auch aufgewachsen. Genau. Ja, aber die Eltern sind Hongkong-Chinesen. Genau. Und du warst selber auch in Hongkong und hast aus Hongkong was sehr, sehr Leckeres mitgebracht. Und das wird auch ein neues, großes Projekt, was du mit deiner Schwester initiieren wirst. Es geht um einen leckeren, ja, Hongkong-chinesischen Nachtisch. Genau, die sogenannte Hongkong-Egg-Waffel. Die Hongkong-Egg-Waffel. Und was das genau ist und was du vorhast mit deiner Schwester, darüber sprechen wir gleich noch im Laufe der Sendung. Ich freue mich auch über Frank Bernotat, hat den Weg zu uns ins Studio gefunden. Wir sprechen mit ihm über die Trennung alter Muster durch Erzengel Michael. Hast du den mitgebracht? Ja. Frank hat ihn mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, wie er aussieht. Wir werden ihn auf jeden Fall noch zu Gesicht bekommen. Außerdem skypen wir mit Prinz Mario Max. Er hat wieder royale News mitgebracht. Und mit Roxana Paul. Da sprechen wir über den energetischen Zusammenhang der Planetenkonstellation. Und wie wir den erkennen und wie wir den positiv nutzen können. Bin ich sehr gespannt, wie die Planetenkonstellation so aussieht. Chinesische Horoskope kennt man ja auch. Ja. Hast du da irgendwie einen Bezug zu? Nicht so viel, meine Mama. Ja. Ich leider nicht so viel. Ich weiß gar nicht, weißt du, in welchem chinesischen Jahr wir jetzt gerade sind? Jahr des Drachen, Jahr des Affen? Jahr des Affen. Jahr des Affen haben wir. Ja. So viel weiß ich noch. Weißt du, was du bist? Ich bin Drache. Du bist Drache. Okay. Ich bin übrigens Feuerpferd. Oh. Oh, da haben die Chinesen, glaube ich, immer Angst vor Feuerpferden. Mein Vater, glaube ich, ist auch Pferd, aber nicht Feuerpferd. Ist aber auch auf jeden Fall Pferd. Wir kommen zu etwas völlig anderem, was aber möglicherweise auch einen spirituellen Hintergrund hat. Nein, aber Essen hält Leib und Seele zusammen. Ja. Ist das bei euch auch so? Also wie wichtig ist in der Familientradition, außer dem chinesischen Horoskop für deine Mutter vielleicht, noch das Essen? Essen verbindet. Ja. Also fürs Essen kommen wir sonntags auch alle nach Hause, alle Geschwister, wo wir dann mal zusammen an einem Tisch sitzen. Und daher, ja, also Essen spielt in der asiatischen Kultur ja sowieso eine große Rolle. Und das Gute auch in Berlin ja dann auch, wie es hier so viele Restaurants und verschiedene Konzepte gibt. Und geht ihr dann eher viel essen oder esst ihr zu Hause? Also macht Mama dann immer lecker essen? Meine Mama wohnt im Süden und da ist es ein bisschen schwieriger, dass man da jedes Mal am Wochenende dann nach Hause geht oder je nachdem, wann man Lust hat. Aber ich persönlich gehe super gerne essen. Ich teste Restaurants, Cafés, überall, wenn ich reisen gehe, auch hier in Berlin. Und deswegen kann ich sagen, wenn ich zu Hause bin, gehe ich gerne bei Mama essen und sonst draußen. Und da hast du auch festgestellt, es gibt im Nachtischbereich hier einigen Nachholbedarf. Es gibt eben eigentlich der Heimat deiner Eltern einen sehr, sehr leckeren Nachtisch, die Egg Waffle. Ja. Und die gibt es in Berlin möglicherweise auch, aber nicht in der Form, wie du sie gerne essen würdest. Genau. Also es gibt an sich in Deutschland noch nicht so die typische originale Hongkong Egg Waffle. Für uns ist es wichtig gewesen, dass wir was nach Deutschland bringen, was nicht nur Essen ist, sondern ein Konzept, zu dem ich später noch mal ein bisschen näher sprechen werde. Bei uns ist wichtig, dass wir die Laktose frei machen und vor allem zuckerfrei. Mhm. Dass wir für Allergiker, für Leute, die Unverträglichkeiten haben, aber auch für Genießer oder Naschkatzen einfach alles dabei haben. Also habe ich auch bisher noch nie gesehen. Bin auch ab und an ja mal in verschiedenen asiatischen Kulturen dann beim Essen am Start. Aber die Waffle oder Egg Waffle habe ich nie auf irgendeiner Karte gesehen, in keinem Restaurant. Ja. Also gibt's überhaupt in irgendeinem Restaurant eine Egg Waffle hier in Berlin? Nein. Nee, ne? Also es gibt auf der Welt alle Städte, die, sagen wir mal, ein Chinatown haben, da findet man das mal wieder an einer Ecke. Aber so in Berlin
habe ich das jetzt bisher auch noch nicht gesehen. Aber eben mit der Eggwaffle bist du auch aufgewachsen? Also hat Mama die dann auch gemacht? Oder war das immer, du hast mir vorhin erzählt, in den Sommerferien seid ihr dann schon häufiger mal nach Hongkong? Also ist das eher so eine Hongkong-Erinnerung oder hat deine Mama die auch hier gemacht? Nee, also meine Mama hat die gar nicht gemacht. Für uns ist es wirklich eine Kindheitserinnerung, dass wir gesagt haben, in den Sommerferien, wir haben uns gefreut, 6 Wochen sind wir in Hongkong. Und dann gab es die an den Straßenecken, weil das auch wirklich ein berühmtes Streetfood ist aus Hongkong. Und demnach bringen wir eigentlich wirklich Kindheitserinnerungen von Hongkong nach Berlin. Ihr, das heißt du und deine Schwester, genau. Ihr habt gesagt, okay, wir möchten gerne was zusammen machen. Du warst jetzt auch gerade erst 2 Jahre in Hongkong, hast dort was völlig anderes gemacht, was nicht mit Essen zu tun hatte. Ja. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, okay, ich gehe zurück nach Berlin und mache mit meiner Schwester dieses Projekt Eggwaffle? Ich habe 2 Jahre in Hongkong gelebt, habe dort in der Produktentwicklung für Textilien gearbeitet. Und im Grunde genommen ist es eigentlich was ganz Einfaches, wie ich eigentlich auf die Idee gekommen bin. Wenn ich jetzt nicht das Produkt im Textilbereich entwickelt habe, war das auch nur eine Produktentwicklung im Essensbereich. Und da geht man dann nach Trends, schaut, wo die Nachfrage ist, schaut, wie das Angebot ist. Und das Lustige ist, dadurch, dass ich eines Abends die Eggwaffle gegessen hatte und mich immer gefragt habe, komisch, warum gibt es das eigentlich noch nicht in Berlin? Aber dann auch noch weitergedacht habe mit dem ganzen Superfood, alles, was mit Healthy zu tun hat, die ganzen Ernährungsbewussten. Da habe ich mir gedacht, okay, dafür gibt es noch gar nicht so das Angebot. Und dafür wollte ich dann eine Lösung finden. Hatte meine Schwester dann angerufen, aus Hongkong aus, gefragt, hey Mimi, hast du Lust? Ich habe da gerade eine verrückte Idee und ich würde deswegen dann vielleicht wieder nach Deutschland kommen. Und da hat sie gesagt, ja, wenn Schwesterherz wieder nach Berlin kommt, dann mache ich da auf jeden Fall mit. Und fand sie auch eine tolle Idee und ihr habt jetzt gemeinsam dieses Projekt gestartet. Mhm. Das kostet natürlich auch alles ein bisschen was. Ihr müsst investieren in Maschinen und viel drumherum, natürlich in die Lebensmittel und in einen Foodtruck, mit dem ihr unterwegs sein wollt, möglicherweise auch. Und habt eine Start Next Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das ist eigentlich so der Weg, den viele beschreiten, wenn man selber eben nicht über die finanziellen Mittel verfügt. Mhm. Funktioniert gut? Momentan läuft die Kampagne noch für 8 Tage. Wir sind eigentlich auch nur zu dem Crowdfunding gekommen, weil wir uns bei einem Food Award Contest beworben hatten. Und der Contest ist von der Lebensmittelwirtschaft in Kooperation mit Startnext. Und da haben wir einfach unser Glück versucht und sind unter die letzten 23 Projekte gekommen. Und momentan auf Platz 10. Und ja, da war es dann wirklich so, okay, wir versuchen uns mal ein Crowdfunding. Momentan haben wir fast 50% erreicht. Also wir brauchen auf jeden Fall noch viele Unterstützer, die unser Projekt oder generell die Eggwaffle einfach mal probieren möchten. Wir werden gleich auch noch ein Video zeigen von dir und deiner Schwester, was ihr extra natürlich für die Crowdfunding-Kampagne aufgenommen habt. Und dann natürlich auch wirst du eine Eggwaffle oder vielleicht auch ein paar mehr zubereiten. Ja. Denn hier stehen schon immer ein paar hungrige Schleckermäuler im Studio, die gerne mit am Start sind, wenn es was zu essen gibt. Und so ist ja auch richtig. Freuen wir uns gleich sehr drauf auf leckeres Essen. Jetzt gibt es royale News vom Prinzen. Astro Royal mit Prinz Mario Max und ja, wie immer in der Welt unterwegs, wo auch immer du jetzt bist. Schön ist es ja, dass die digitale Kommunikationswelt uns viele Möglichkeiten bietet, mit dir in Kontakt zu treten. Du bist uns wieder zugeschaltet, sensationell mit großartigen Neuigkeiten oder gibt es eher Betrübliches? Beides. Ich kann sagen, beides. Wir haben nämlich ganz viele Nachrichten, diesmal von der Prinzessinnenfront. Und zuerst möchte ich mal natürlich mit ganz tollen Nachrichten beginnen. Und zwar in Schweden haben die Damen, die Prinzessinnen, so richtig das Volk und die Weltöffentlichkeit begeistert. Und zwar war hier gerade eine Parlamentseröffnung
Und dort sind gemeinsam aufgetreten die Prinzessin Madeleine, die Kronprinzessin, dann neben Kronprinzessin Victoria auch die wunderschöne Prinzessin Sophie. Und dann natürlich unsere liebe deutsche Königin, sagen wir immer sehr gerne, und zwar Königin Silvia von Schweden. Mhm. Und die vier Damen, die haben so fantastisch ausgesehen, trotz einem vereinfachten Dresscode, nur schwarz und weiß. Und die haben sich aber so ins Zeug gelegt, dass dann alle Medien geschrieben haben, wer ist nun die Schönste im Land? Und dann haben sie Prinzessin Madeleine von Schweden gemeinsam mit der Königin Silvia von Schweden zu den Gewinnerinnen gezählt. Und das war halt dann richtig ein aufregendes Erlebnis für die Schweden, dass alle vier Prinzessinnen versammelt waren. Und warum ist das so speziell? Da möchte ich gleich darauf zurückkommen, weil Prinzessin Madeleine ja seit Jahren eigentlich im Ausland tourt. Sie war zuerst mit ihrem Mann in New York City, in Manhattan. Dann sind sie nach Europa gezogen und waren in England, um nicht so weit weg zu sein von der Krone. Und nun hat Prinzessin Madeleine den ganzen Sommer in Schweden verbracht. Und die Schweden haben sich natürlich sehr gefreut, dass sie sich so für Schweden interessiert und bemüht. Und dass die Kinder jetzt auch in Schweden vermehrt aufwachsen und wieder mit der schwedischen Kultur verbunden sind. Und der Mann, der ist zwischen Schweden und England hin und her gependelt. Und das ist natürlich ein richtiger Glücksmoment, dass jetzt quasi alle schwedischen Prinzessinnen wieder zu Hause in Schweden, in Stockholm, im Königspalast sind. Also kann man auch sagen, im schwedischen Königshaus ist auch beziehungstechnisch alles okay, weil du hast jetzt auch den Mann von Madeleine erwähnt, der dann immer zwischen England und Schweden hin und her gependelt ist. Also da scheint alles okay zu sein. Es ist ja nicht in allen Königshäusern so. Ja, es ist leider nicht in allen Königshäusern so, wie es derzeit gut läuft in Schweden. Und zwar haben wir nämlich leider bei den Norwegern, bei einer ganz, ganz besonders lieben Prinzessin, ein bisschen eine traurige Phase, muss man sagen. Und zwar Prinzessin Märtha Louise von Norwegen, die allen spirituellen Menschen so besonders am Herzen liegt, weil sie Engelbücher schreibt, weil sie mit den Engeln spricht und weil sie so schöne Engelsthemen hat. Und ich denke, jeder von uns hat doch eine gewisse Seite, wo man den Engeln zugeneigt ist. Und genau diese Prinzessin ist leider mit einer ganz schrecklichen Nachricht in die Öffentlichkeit gegangen. Sie hat gesagt, sie hat einen großen Schmerz in ihrem Herzen, weil sie sich von ihrem Ari Behn trennt und weil sie sich scheiden lassen wird. Und sie hat dieses Kommentar auch mit dem Nebensatz begründet, dass sie in der Öffentlichkeit steht und quasi dem norwegischen Staat, der Krone und dem Volk verbunden ist, als norwegische Prinzessin, hat sie auch die Verpflichtung, über derart wichtige Ereignisse in ihrem Leben die Öffentlichkeit zu informieren und aufzuklären. Und wenn man da ein bisschen die Zeit zurückdreht, dann muss man sich ganz klar werden, sie hat ja für diese Beziehung gekämpft, als sie Ari Behn geheiratet hat. Das war nicht einfach, hat auch sehr viel aufgegeben für diese Ehe. Ari Behn ist im Entertainment-Geschäft, in der Unterhaltungsindustrie, schreibt Comics, schreibt Bücher, auch sehr kontroversielle Bücher. Und für diese Ehe mit dem Ari Behn hat sie quasi sehr viel leiden müssen, in der Presse mitgemacht, sehr viel aufgegeben. Und jetzt ist diese Ehe, wo auch drei Töchter herkommen, leider gescheitert. Und sie ist sehr traurig darüber, aber man sieht, dass sie auch Kraft in der Spiritualität findet. Und wie ich immer meinen Questico-Beratungskunden sage als Berater, das Wichtige ist immer gerade in diesen schwierigen Lebensphasen in der Spiritualität Kraft zu tanken, weil dann kann man auch da durchtauchen. Und das hat Prinzessin Märtha Louise auch gesagt. Sie findet jetzt ihre Kraft in dieser schwierigen Phase in der Spiritualität. Und da bin ich mir sicher, dass das eben auch wieder die Engel sein werden, mit denen sie sich schon in mehreren Büchern, die auch übrigens auf deutscher Sprache erschienen sind, beschäftigt hat und die ganz wunderbar geschrieben sind und die das große Herz dieser nordischen Prinzessin auch zeigen. Gibt es irgendwelche Informationen, warum sie sich trennen? Also hat sie sich zu sehr um die Spiritualität bemüht und dann zu wenig um die Familie? Kann man eigentlich sich nicht wirklich vorstellen, ne?
Also es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass sie hochspirituell ist, weil das eigentlich immer was Gutes für jede Beziehung sein sollte oder müsste. Es ist mir daran gelegen, dass sie sich einfach auseinandergelebt haben und dass sich die Leben in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Sie hat eine sehr starke eigene Karriere mit wirklich großem Engagement, also ein eigenes Institut hat sie, dann die Bücher, die Publikationen, dann geht sie auf Lesereisen. Also sie hat sich richtig was aufgebaut und Ari Behn ist sehr erfolgreich, auch der hat sich viel aufgebaut. Und wie es halt dann oft ist, wenn zwei Menschen mit sehr viel Energie ihren Weg gehen, dann lebt sich halt mal auch eine Beziehung auseinander und das ist bei ihr passiert. Woanders, muss ich jetzt gleich dazu sagen, wo die Beziehung sich gar nicht auseinanderlebt, sondern immer mehr noch zusammenfügt, wie aus royalem Kleister, muss man gerade betonen. Das sind natürlich unsere lieben Engländer, und zwar Prinzessin Kate und ihr Mann Prinz William haben gerade wunderschöne Nachrichten bekannt gegeben. Sie werden nämlich schon am 26. September nach Kanada reisen. Und es wird die erste Reise mit den Kindern sein. Sie haben das so begründet, dass Kanada das Land war, das die meisten Glückwünsche für die Ehe und für die Geburt der Kleinen schickte. Und jetzt fühlen sie sich verpflichtet, in Kanada 7 Tage lang die Kinder vorzustellen, durch das gesamte Land zu touren. Und jetzt muss man gleich mal wieder betonen, wie sieht so ein royales Leben aus? Das ist nicht die Urlaubsreise, wie wir die vielleicht so kennen, irgendwo schön im Hotel und ein bisschen Städtetourismus oder die kanadischen schönen Seen und die Natur und die Wälder zu genießen. Nein, das sieht ein bisschen anders aus. Sie haben nämlich sage und schreibe in nur 7 Tagen 30 Termine und werden quasi von Event zu Event tingeln. Also viel Zeit für das Familienleben bleibt da nicht. Das ist eher ein Promotion-Trip, um die Krone hochzuhalten. Also ganz spannend. Ja, also ein großer Natururlaub wird das dann auch nicht mit Wohnmobil durch Kanada, um dann in die Parks zu fahren. Das kann man sich dann im Royalen leider nicht leisten. Das funktioniert dann nicht. Nee, das wird dann eher der Privatjet werden, so leider aus zeitlichen Gründen. Das muss man dann noch mal inkognito machen wahrscheinlich. Da darf man die Reise gar nicht ankündigen. Du bist ganz und gar nicht inkognito unterwegs, sondern mit deinem Beratercode auch ganz eindeutig zu erkennen und zu erreichen über Questico. Ja, 9773, danke, dass du das erwähnst. Und jetzt, weil ich noch ganz kurz aufs Reisen gekommen bin, ich wollte noch sagen, ich habe gerade einen ganz spannenden Film gesehen, und zwar die Weltvorstellung von diesem Film Sully. Wenn man sich vielleicht daran erinnert, da war doch der Pilot, der in New York gelandet ist, auf dem Hudson River, also mitten in der Stadt auf dem Fluss. Ja. Und dem hat man jetzt einen Film gewidmet mit Tom Hanks. Und das ist eines der spannendsten Dinge, das ich je gesehen habe. Deshalb wollte ich das auch noch schnell mal mitteilen, bevor es in die Kinos kommt, weil ich das vorab sehen durfte, diese Produktion. Also das ist auch noch mal so ein kleiner Entertainment-Tipp von mir, wo ich auch aus Hollywood vielleicht ein bisschen eine Spezialinfo bringen kann. Also Royal und Hollywood, dann haben wir eine schöne Kombination. Ja, und wer sonst außer Tom Hanks hätte so eine Rolle dann spielen sollen, auch klar. Ganz lieben Dank für den Kinohinweis und ganz viel Spaß natürlich. Tolle Gespräche mit den Questico-Kunden und bis ganz bald wieder. Ja, ich freue mich schon und ich werde mich dann auch bald einloggen. Ich habe jetzt schon ein paar ausgemachte Gespräche. Wie gesagt, bei mir ist es halt immer so, gerne auch die Nachricht hinterlassen, dann hole ich den Anrufer ab, weil ich eben sehr viel auch persönlich in Beratungen bin. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich schon auf nächste Woche wieder bei Astro Royal, lieber Jens. Ganz lieben Dank, bis dahin, viel Spaß, danke, eine schöne Woche noch. Ebenso, tschüss, danke. Dankeschön, ciao. Jetzt haben wir noch ein paar andere Berater unseres Partners Questico im Bewegtbild. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt Sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover. 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de.
Frank Bernotat ist bei mir. Hallo Frank. Hallo Jens. Auch Berater unseres Partners Questico und vor allem als Kartenleger. Genau, genau. Ich bin ja Kartenleger mit Professur, Engelmedium und wahnsinnig stolz, hier heute bei dir zu sein. Ja, wir haben dich immer gerne da. Du bist ein fröhlicher Zeitgenosse. Und genau. Wir werden mit dir später auch noch über Erzengel Michael sprechen. Ist ganz interessant, weil der Prinz ja auch gerade über das Königshaus gesprochen hat in Norwegen. Genau, und sagte, genau. Da ist die Prinzessin ja auch ordentlich mit den Engeln unterwegs. Auch bei dir ein ganz besonderer Begleiter, der Erzengel Michael. Das stimmt. Besondere Begleiter sind für dich aber im Leben auch die Karten. Richtig. Wie bist du zum Kartenlegen gekommen? Wann ist also, das passiert? Es ist so gewesen, nach dem Tod meiner lieben Frau bin ich zu einer Kartenlegerin gegangen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie geht denn mein Leben so weiter? Mhm. Was passiert denn jetzt so? Und da bin ich dann bei einer ganz lieben Kartenlegerin angekommen. Und die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, so Frank, mir reicht das jetzt. Ich muss dir jetzt das mal sagen. Du bist hellsichtig, du bist ein Engelmedium und du kannst Karten legen. Mhm. Und daraufhin hat sie mich also ausgebildet. Und ich bin heute wirklich wahnsinnig stolz, viele Menschen ein Stück weit des Lebens zu begleiten mit meinen Karten, mit meiner Hellsicht. Einfach auch zu sagen, dass es ein Leben nach, also es gibt einfach Leben nach einer Krise. Richtig, nach ganz, einer ganz genau, Krise ganz genau. Und das Leben ist so schön und wir haben einfach auch einen Job hier auf dieser Welt. Wir sollen ein schönes Leben führen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Es gibt in jeder Phase oder nach jeder Phase gibt es wieder etwas Schönes. Das haben dir die Karten gesagt, beziehungsweise die Kartenlegerin hat für dich die Karten gelegt. Dann hast du eben die Karten für dich entdeckt und arbeitest seitdem, seit dieser Ausbildung, dann auch mit den Karten für andere. Oder hast du erst mal nur für dich gearbeitet? Ja, also ich habe einfach damit angefangen, mit Tageskarten. Einfach, ich habe jeden Tag eine Tageskarte gezogen und habe mir dann im Nachhinein durchgelesen, was heißt denn diese Karte in Bezug auf Liebe, Beruf, Partnerschaft, energetisch. Und es war einfach toll und dadurch habe ich immer mehr gelernt. Und ich habe heute so viele Menschen, die mich fragen, Frank, was ist denn der einfachste Weg, Karten legen zu lernen? Der einfachste Weg ist zum Beispiel zu mir zu kommen. Eine Variante, genau. Und dann eben mit der Tageskarte und einfach neuen Karten vielleicht. Mhm. Weil viele Menschen sind, oder ich war es zumindest, damit überfordert, 36 Karten gleich zu deuten. Was bedeutet das und das und das? Deswegen einfach neuen Karten und ab geht die Post. Mhm. Also einfach auch das, was man denkt, mitzuteilen. Ich nehme die Karten als kleinen Wegweiser, damit ich einen Faden habe, und weiß, wo es dann lang gehen soll. Wollen wir mal für heute so einen kleinen Wegweiser für die Zuschauer mal rausgeben? Sehr gerne. Also kann man das auch so machen, dass man so die Energie rausgeben kann für den Tag für alle? Oder geht es immer nur, nein, man muss immer konkret mit einem Kunden dann auch arbeiten? Und das ist jetzt schön, dass du das sagst. Im Leben der Spiritualität ist einfach wirklich alles möglich. Mhm. Also wir können nicht nur für einen Karten legen, wir können für alle legen. Mhm. Wir können für die Prinzessin, wir können für jeden Menschen. Also das ist wirklich grenzenlos. Wir grenzen uns nur mit unserem Denken ein. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist dort wirklich alles möglich. Also legen wir für alle Zuschauer so energetisch, was der Tag denn heute so bringt. Genau. Wie viele Karten musst du dafür legen oder was für ein Legesystem hast du dann dafür? Ja, also in diesem Fall würde ich jetzt 3 Karten nehmen, weil wir ja auch nicht unendlich viel Zeit haben. Und mit 3 Karten, das reicht schon. Mhm. Also da habe ich jetzt hier zum Beispiel, es ist auch so schön. Also hier habe ich gleich das Glücksglück. Ja. Genau. Also das heißt für mich, das Glück ist da, es kommt in sehr kurzer Zeit. Also als Kartenleger wird man ja häufig auch gefragt, ja Frank, wann lerne ich denn endlich mal meinen Herzensmann oder meine Herzensdame kennen? Und wenn ich jetzt das Glücksklee habe, dann ist es wirklich schon greifbar. Also es ist einfach schön.
Und wir gucken mal, was jetzt als nächstes passiert. Und das ist jetzt auch eine ganz wundervolle Karte, ist nämlich die Ernte. Mhm. Alles, was auf der linken Seite der Ernte ist, wird mehr. Das heißt also, wenn du jetzt fragen würdest, wie sieht's denn aus bei mir im Glück, würde ich sagen, Jens, es wird immer, immer mehr. Und es ist einfach nur schön. Und jetzt wird's nämlich ganz, ganz spannend, so. Weil jetzt habe ich hier auch auf der rechten Seite der Ernte ist jetzt der Stern. Und der Stern steht einfach für ganz Klarheit, für Klarheit, für Erfolg, für eine hohe Spiritualität. Und ja, also in diesem Fall würde ich jetzt, wenn du mich fragen würdest, Frank, wie sieht es in der nächsten Zeit aus, würde ich sagen, Jens, hier liegt wirklich ganz, ganz viel Erfolg und Glück bei dir. Nur bei mir oder auch für die Zuschauer? Für unsere Zuschauer natürlich. Ja. Also wir haben ja jetzt für alle gelegt. Genau. Und es gilt nicht nur für heute, sondern sagen wir so für die nächsten Tage. Für die nächsten Tage, weil ja hier die Ernte den Glücksbringer verstärkt, die Klarheit verstärkt. Mhm. Und wir sind ja, also die meisten sind ja von uns wirklich spirituell. Und wenn dann auch noch die Sterne auftauchen, das ist einfach ein Highlight. Es ist einfach wirklich schön. Sensationell. Ja. Siehst du, es lohnt sich, leichter Leben zu gucken und von Frank sich mal energetisch hier beraten zu lassen. Das stimmt. Toll, sind doch tolle Nachrichten. Also das kann man wirklich sagen. Vor allem natürlich auch eine schöne Nachricht für dich, ne? Ja. Hier Erfolg, Ernte einbringen. Also dann scheint das Crowdfunding-Projekt. Crowdfunding, das ist ja ein cooler Name. Schon, ne? Dann haut das bei Start Next gut hin und das Waffle Project kann vorangehen. Ich freue mich nachher auch schon. Ja, auch eine Waffel zu essen, ne? Ja, schön aus Hongkong mitgebracht. Freuen wir uns alle drauf. Das jetzt für die nächsten Tage, heißt das, müssen wir noch etwas tun, um dann eine Ernte einzufahren? Oder sind das jetzt schon Projekte, die im Moment auf dem Weg sind, in welcher Form auch immer, und wir können in den nächsten Tagen eigentlich schon die Ernte einfahren? Das ist wahr. Also die Ernte, wir sind im Herbst, es wird geerntet und wir stehen kurz wieder vorm Vollmond. Und da bewegt sich sowieso so unheimlich viel im spirituellen Bereich. Mhm. Die Energien sind verstärkt und man sieht es hier an den drei Karten schon, dass wir einfach auf eine sehr, sehr schöne Zeit zusteuern. Also wir haben einfach im Moment eine super Energie, es läuft einfach schön. Wir können wirklich jetzt ernten. Wir können jetzt wirklich mal ernten, das, was uns, ja, das, was wir ausgesät haben. Na, dann gehen wir jetzt erstmal energiegeladen in den nächsten Programmpunkt. Sonja Lappesen und Oranja Genia Nissenbaum stellen sich Ihnen vor. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ein herzliches Willkommen und Hallo. Mein Name ist Orina. Man nennt mich auch Madame Zamira und bin ein schamanisches, universelles Lichtmedium, verbunden mit den Engeln. Was auch immer jetzt auf Ihrer Seele drückt, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Es gibt immer eine Lösung. Denn am Ende eines jeden Tunnels ist ein Licht. Nun freue ich mich auf unser persönliches Gespräch. Reiche Ihnen meine Hand. Chia Chi Lau ist bei mir und hat ihre
ihr Cup Waffle Project mitgebracht aus Hongkong. Die Idee mit deiner Schwester zusammen jetzt an den Start gebracht. Du hast auch, um Geld einzusammeln fürs Crowdfunding über Startnext, ein Video gemacht. Und in das Video mit dir und deiner Schwester wollen wir einfach mal kurz reinschauen, damit wir deine Schwester auch mal kennenlernen. Okay, gerne. Tja, da haben wir die Regie überrascht. Hallo! Ist doch vorbereitet. Das ist meine Schwester Mimi. Und das ist meine Schwester Shia. Und zusammen sind wir The Cup Waffle Project. Wir sind zwei in Deutschland aufgewachsene Hongkong-Chinesinnen. Durch das Restaurant unserer Eltern hat leckeres Essen und gesunde Ernährung bereits in unserer Kindheit eine sehr große Rolle gespielt. Mit einem Foodtruck möchten wir nun ein berühmtes Streetfood-Snack aus Hongkong hier in Deutschland anbieten. Und zwar die sogenannte Hongkong Egg Waffle. Unsere Cup Waffle ist eine Neuinterpretation der Hongkong Egg Waffle und wird seit den 50er Jahren auf Hongkong Straßen serviert. Egg Waffle sind außen knusprig und innen fluffig. Durch die vielen Eierformen sind sie super zum Snacken für unterwegs geeignet. Aber worum geht es in unserem Konzept? Und warum der Name Cup Waffle? Wir möchten genießen ohne schlechtes Gewissen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass in Berlin es generell wenig laktose- und zuckerfreies Dessertangebot gibt. Vor allem asiatische Desserts. Da Mimi und ich zusätzlich noch laktoseintolerant sind, ist es nicht immer einfach, eine gesunde Alternative zu finden. Und das möchten wir nun ändern. Mit unserer eigenentwickelten Rezeptur. Und die will ich euch jetzt zeigen. Also kommt mit! Die Waffeln und alle Toppings sind ohne Milch und raffinierten Zucker. Uns ist es wichtig, frische und vor allem saisonale Produkte aus der Region zu beziehen und die mit asiatischen Zutaten zu vereinen, um somit unsere Identität aus beiden Kulturen verbinden zu können. Da wir kompostierbare Verpackungen benutzen oder getreu dem Motto Bring Your Own Cup, möchten wir mit unserer Cup-Waffle vor allem ein Ernährungs- und ein Umweltbewusstsein schaffen. Alles eben in einem Cup. Wofür brauchen wir eure Unterstützung? Ein Großteil des Geldes brauchen wir für die Anschaffung und den Umbau des Trucks. Außerdem benötigen wir noch weitere Küchenhilfsmittel und Maschinen. Zusätzlich werden entsprechend notwendige Papiere und Genehmigungen eingeholt. Für alle Unterstützer haben wir uns leckere und kreative Dankeschöns ausgedacht. Gutscheine für Snacken, dein Logo auf unserem Truck oder einfach ein Catering auf deiner Party. Auf all das freuen wir uns. Und jetzt wollen wir richtig loslegen. Gemeinsam mit dir möchten wir ein wenig Hongkong nach Berlin bringen. Wenn du bedenkenlos genießen willst und gemeinsam mit uns ein Zeichen für Umwelt- und Ernährungsbewusstsein setzen möchtest, dann unterstütze jetzt unsere kreative Cup-Waffle. Wir werden dir auf ewig dankbar sein. Tschüss! Wir haben Ratten im Studio, haben wir gerade festgestellt. Mhm. Ne? Ja. Unsere Aufnahmeleitung heute komplett in Ratte. Ja, unfassbar. Und stehen auch schon ganz gierig hier vorm Kochtisch und wollen unbedingt schon Waffeln essen, die natürlich noch nicht vorbereitet sind. Also vorbereitet schon, die Zutaten. Wir sehen vor allem etwas, wo ich sage, was hat das mit Waffeln zu tun? Wir sehen frische Früchte. Das ist dann eher Topping, ne? Das genau, das sind in die Toppings. Waffeln, sondern später dann drauf. Da habt ihr euch auch einiges vorgenommen an den unterschiedlichsten Rezepten. Jetzt würde ich sagen, okay, so eine Eggwaffel, da kann man eigentlich rezepttechnisch nicht wahnsinnig viel verändern, aber könnt ihr doch. Ja, also Mimi und ich sind selbst laktoseintolerant, wie 15-20% der Menschen in Deutschland auch. Und wir wissen, wie es ist, bei vielen Sachen verzichten zu müssen. Und da kam uns die Idee, dass wir für Allergiker, für Menschen, die Unverträglichkeit haben, auch was im Waffelbereich zu kreieren. Mhm. Und demnach haben wir dann Milch und auch Zucker mit Kokosmilch beispielsweise oder Sojamilch und den Zucker auch zum Beispiel mit Kokosblütenzucker oder Honig einfach ersetzt. Kokosblütenzucker, das habe ich auch noch nie gegessen. Sehr, sehr süß? Sind das sehr süße Varianten oder eher weniger süß? Nee, also gar nicht so süß wie jetzt der normale raffinierte Haushaltszucker. Mhm. Das heißt, was kommt jetzt, sag mal, grundsätzlich bei euch in die Egg Waffle rein? Was ist so das Grundrezept? Das Grundrezept, Egg Waffle, die Eier. Eier, ganz wichtig. Mehl, Backpulver, der Zuckerersatz und ein bisschen Maisstärke. Mhm. Was nimmst du heute als Zuckerersatz?
Das ist der Kokosblütenzucker. Das ist Kokosblütenzucker? Genau. Sie sieht aus wie so dieser Vollrohrzucker. Genau. Eigentlich, ne? Der ist nur ein bisschen feiner und schmeckt auch eigentlich genauso karamellisiert. Mhm. Und demnach auch die Farbe. Ja, riecht auch so, riecht sehr karamellig. Mhm. Mhm. Willst du schon mal so ein bisschen, so ein kleines bisschen anrühren? Kann ich gerne machen. Ja, genau. Wir gucken. Achso, ein paar Fotos habt ihr? Na, da gucken wir doch mal rein. Was haben wir denn für Fotos? Ah, so soll sie dann aussehen. Das ist, weil es eine Cup-Waffle bei euch ist. Die soll in einen Becher rein. Warum in einen Becher? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wir wollten nicht nur an sich die Waffel so an sich verkaufen als Essen, sondern unser Konzept beinhaltet nochmal einen Ernährungs- und einen umweltbewussten Aspekt. Und uns ist ganz wichtig, den Leuten eine gesündere Ernährung beispielsweise näher zu bringen. Aber auch, dass man gleichzeitig vielleicht mit umweltfreundlicheren Verkaufsverpackungen arbeitet. Und diese Becher sind dann recycelbar entsprechend? Oder? Das sind kompostierbare. Ah, okay. Also das ist PLA-Plastik, nennt sich das. Das wird aus Maisstärke oder Zuckerrüben gewonnen. Und bei der Herstellung werden 20% etwa weniger Energie aufgewendet als der herkömmliche als herkömmliches Plastik, was erdölbasiert ist. Und bei dem Abbau, bei dem Kompostieren, ist es dann auch so, dass es im Vergleich zu dem normalen Plastik CO2-neutral ist. Das heißt, das ist umweltfreundlicher, weil es dadurch dann die Treibhausgase, also den Ausstoß von den Treibhausgasen eigentlich minimiert. Also Natur wird auch noch geschont. Großartig. Genau. Du fängst schon mal an, während wir uns ein paar Berater unseres Partners Questico noch mal anschauen. Mhm. Und dann essen wir später auch. Ja, du musst deswegen jetzt auch anfangen. Gerne. Damit wir was zu essen kriegen. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Das Wort Problem bedeutet für mich: Lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Das war Roxana Paul gerade und zack, da ist sie auch noch, auch schön in Blau gehalten. Ja. Wunderbar. Roxana, hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo aus Münster. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Wir freuen uns auch. Ja, genau. Und heute ist wieder das Thema Astrologie und da haben wir umfassende Informationen, lieber Jens. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also es hört sich erstmal sehr kompliziert an. Nein, das Thema war der energetische Zusammenhang der Planetenkonstellationen, also den zu erkennen und positiv zu nutzen. Ja. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Nein, überhaupt nicht. Und zwar, ich bin so froh, dass die Menschen heute sehr interessiert sind und sehr viele Menschen kennen natürlich nicht nur die Sonnenstellung, ob man, sagen wir so, Fische ist oder Wassermann. Man kennt auch der eigene Aszendenten und Planetenkonstellation bei den Geburten und so weiter. Jeder von uns schaut mal vielleicht täglich mal in dem Horoskop, was, wie geht's mir heute, wo habe ich Glück und so. Aber die Astrologie kann viel mehr. Die Astrologie kann zum Beispiel ein ganz individuelles Bild, energetisches Bild liefern, wo man die ganze Details sehen kann, so wie Talente, Freunde, Partnerschaft. Aber die Astrologie bietet etwas,
was ganz besonders ist, was leider Gottes nicht oft in unsere täglichen Gespräche gibt, und zwar die Vision des Lebens, die Lernaufgabe. Und diese Vision, dieser höchste Punkt in unserem Leben, ist in einer sehr interessante Verbindung mit den eigenen Partnern, mit den Freunden, mit dem Beruf. Also mit anderen Worten, wenn man das Gefühl hat, ich habe in meiner Familie so viele Schwierigkeiten gehabt, vielleicht als Kind, ne, muss man einfach schauen, welche Lernaufgabe in diesem Leben habe. Und wenn das zum Beispiel die Lernaufgabe ist, autonom zu werden, dann übt man schon in der Kindheit diese Kraft zu haben und zu entwickeln und diese vielleicht schwierige Phase des Lebens einen ganz großen Sinn hat. Und man muss wirklich dankbar sein, weil dann geht es in Richtung Zielerfüllung. Und so geht es mit dem Partner. Wenn mit einem Partner nicht passt, ist vielleicht was gegen der Lernaufgabe oder gegen mein Leben im Weg im Leben. Ne? Das ist ja, das kann man wirklich feststellen. Man kann auch klar in ein Gespräch schauen, warum vielleicht schwierige Phase waren, was war zu lernen und einfach die Verbindung zwischen dieser Situation und Planetenkonstellation einfach mal klarstellen. Wir können natürlich auch schauen, also nicht nur nach der Lebensaufgabe, sondern auch nach aktuellen Dingen. Also was ja bietet die Planetenkonstellation denn im heute Moment energetisch? Jetzt hat ja man mit Frank Bernotat ja gerade schon die Karten gelegt und geguckt, ja, was haben wir denn gerade so für eine energetische Zeitqualität? Und da ging es jetzt viel um das Thema Glück. Wir haben also eine sehr glückliche Zeit, wo wir die Ernte einfahren können. Ist das ja aus deiner Sicht auch so ähnlich? Ja, also ich würde auch so sagen, wir haben im Moment Jupiter im Waage. Das ist natürlich eine sehr harmonische Konstellation. Das ist ja Lösungen für Partnerschaften, berufliche Partnerschaften, private, auch in der Politik Menschen, die zusammen Lösungen finden. Was ich eigentlich glaube, dass jetzt die nächsten 12 Monate eine Phase ist, wo Harmonie entsteht, wo es wird versucht, einen Kompromiss zu finden, einen Ausgleich zu finden. Und die großen Entscheidungen, denke ich, werden nächstes Jahr, wenn der Jupiter Skorpion ist, dann werden die großen Entscheidungen getroffen und mit viel, viel Kraft und Energie weitergebracht. Mit viel, viel Energie wird hier auch, na, alles gut. Werden hier auch gerade die Cup-Waffles zubereitet. Ja. Falls Sie sich gewundert haben und du vielleicht auch, Roxana, ja, was wir hier für Geräusche haben. Es wird ja in der Küche quasi gearbeitet, im Küchenbereich. Ja, es riecht nach Vanille bis hier. Ja, und auch hier werden wir gleich die Ernte einfahren. Da freuen wir uns natürlich, ja, sehr drauf. Wir würden dir, ja, gerne auch eine Cup-Waffle noch nach Hause schicken, aber ich fürchte, wir werden die hier alle verspeisen. Wir haben ja, wie gesagt, ein paar Ratten hier im Studio. Ja, dann wünsche ich euch guten Appetit. Ja, ganz lieben Dank, Roxana. Und du bist für deine Anrufer ab jetzt dann auch zu erreichen, nehme ich an. Ja, und heute Abend noch mehr. Wunderbar. Ja. Dann ganz viele schöne Gespräche und eine schöne Woche. Alles Gute bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Jetzt haben wir für Sie etwas in der Verlosung, was sehr gut zu unserem Studiogast Chia Ji Lau passt, nämlich ein wunderbares Backbuch. Süß und gesund heißt es, von Stefanie Reb. Backen ohne Zucker, Laktose, Eier und Weizen. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Egg Waffles ohne Eier. Das ist natürlich ein bisschen sehr herausfordernd, aber möglicherweise hier auch ein gutes Rezept in diesem Buch. Wenn Sie das gewinnen wollen, dann beantworten Sie folgende Frage. In welcher Stadt entstand die Idee zu der Cup Waffle? War es A, Hongkong oder B, Rom? Stichwort ist Waffles. Schreiben Sie das Stichwort und die richtige Antwort, wenn es geht, auf eine Postkarte und schicken diese an Astro TV. Leichter Leben in 10452 Berlin. Einsendeschluss ist der 28. September. Und schreiben Sie auf die Postkarte auch Ihre Telefonnummer und oder Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall erreichen können, um Ihnen dieses tolle Backbuch zuschicken zu können. Bei mir ist Frank Bernotat. Wir haben gerade schon die Karten gelegt. Glück und Ernte einfahren heißt es. Genau. Für dich auch. Aber man muss vorher vielleicht noch das eine oder andere tun. Unter anderem, es gibt ja immer mal wieder so die eine oder andere Blockade, ne, wo ich sage,
ich habe eigentlich das Feld bereitet. Mhm. Eigentlich müsste alles gut sein. Ich müsste eigentlich nur noch die Ernte einfahren, aber irgendwie will es nicht. Irgendwie komme ich mit der Sense nicht durch und ja, die Ernte kommt einfach nicht. Was ist da los? Da ist irgendeine Blockade, mhm, und die kann möglicherweise aber aufgelöst und abgetrennt werden. Das stimmt, absolut. Also im Februar ist der Erzengel Michael auf mich zugekommen und hat gesagt, Frank, es gibt einfach so viele Menschen, die Blockaden haben, da musst du jetzt wirklich mal behilflich sein. Ich sag, wie soll ich's machen? Ja. Ja, und kannst du ja nicht gesagt, mit der Sense durchgehen. Genau. Und da hat er eben gesagt, Frank, mach's doch ganz einfach. Schreib deinen lieben Anrufer oder deine Menschen, die gerne etwas verändern möchten in dem Leben, auf einen kleinen Zettel. Und wir haben jetzt das große Glück eben mit dem Vollmond. Diese Zettel werden dann in der Nacht von Freitag auf Sonntag verbrannt. Und der Erzengel Michael kann dann tätig werden und trennt alte Muster, alte Themen, die du loswerden möchtest. Es könnte eben sein, dass du das Thema hast, dass du vielleicht nicht beliebt bist oder dass du immer irgendwie auf den verkehrten Mann oder die verkehrte Frau setzt. Und das sind große Blockaden, die wir mit uns rumschleppen. Und der Erzengel Michael kann es einfach trennen, aussende. Und auf einmal merkt man einfach, es läuft so schön. Und ich muss auch noch mal ganz kurz erzählen, seit Februar habe ich 14 Kilo abgenommen. Es ist immer noch viel, was ich habe, aber es ist so leicht gewesen. Also ich habe, aus meiner Sicht hat der Erzengel Michael nur meine Süßigkeiten-Sucht weggenommen, getrennt, weg damit. Und jetzt finde ich das total lecker, richtig leckeren Apfel oder eben so schöne Sachen zu essen. Und das ist ja auch das Schöne bei uns am Fernsehen. Wir können auch zeigen, was los ist. Also wie gesagt, ich habe immer noch genug, aber ich bin ja hoffentlich noch ein paar Monate hier. Und deswegen kann man einfach auch den Fortschritt sehen, wie es wirklich läuft. Was hast du dafür getan? Oder Erzengel Michael, also hast du dann auch deinen Namen auf einen Zettel geschrieben und den einfach verbrannt? Oder wie richtig, ist das in diesem Thema richtig, passiert? Richtig, richtig. Also ich hatte jetzt natürlich den Vorteil, dass er mir erschienen ist und einfach gesagt hat, Frank, jetzt mach das mal. Ich unterstütze dich dabei, bei deiner Blockade. Und das Schöne ist einfach, man kann es dann auch sehen. Ich habe dann durch Zufall im Internet, weiß Zufälle gibt es gar nicht, habe ich diese tolle Münze auch noch gefunden. Das ist der Erzengel Michael ist da drauf und auf der anderen Seite Queen Elizabeth. Und es ist eine ganz normale Münze. Und also damit könnte man bezahlen? Richtig. In England? Richtig, ganz genau. Und seitdem ich diesen Talisman habe, läuft es einfach so schön. Mal rum. Also es ist einfach, ja. Die Queen. Und ich kann, also dieser, es ist vielleicht auch etwas, woran wir vielleicht festhalten. Oder ich glaube daran, dass es klappt. Und wie man sieht, es klappt eben wirklich. Und du weißt, Zufälle gibt es gar nicht. Und jetzt habe ich diese schöne Münze gefunden. Ja. Was macht man mit der Münze? Kann man die werfen, quasi sowas wie Kopf oder Zahl für Entscheidungen dann auch? Okay, Erzengel Michael abtrennen, ja oder nein? Oder wie die Königin Elisabeth auf dem Thron sitzen bleiben und nichts tun? Ist das? Ja, nichts tun ist nichts in der Sache. Nee. Weil wenn man einfach merkt, dass man blockadenfreier ist, dann will man was tun. Man will einfach was verändern. Man möchte wieder Freude, Liebe, alles ins Leben lassen, weil man jetzt ja auch in der Lage dazu ist, durch die Trennung der alten Muster von dem Erzengel Michael. Die Münze ist jetzt natürlich für mich ein Talisman und seitdem ich sie habe, läuft es einfach auch schön. Und ich möchte dir einfach auch heute einmal eine Münze schenken, damit, danke, damit du einfach auch, ja, ich weiß, du bist sehr erfolgreich und es man kann immer noch etwas verbessern. Absolut. Also auch, ich will ja nicht sagen, dass ich blockadenfrei bin. Also auch da, jeder Mensch hat seine Themen. Ich habe die natürlich auch. Und daran zu arbeiten, ist natürlich ja, für mich auch sehr, sehr wichtig. Und Erzengel Michael, bestimmt einer, der da auch noch unterstützen kann. Wie nutzt du diese Münze? Also nimmst du die einfach auch mal in die Hand und meditierst dann? Also gehst in bestimmte Themen für dich? Oder wie arbeitest du mit dieser Münze? Also ich habe sie immer in der Tasche. Mhm. Und wenn ich mal merke, dass ich vielleicht mal so einen kleinen
Tiefpunkt habe oder so, ich nehme die dann einfach und gucke mir die an. Ich finde die so schön. Und du weißt vielleicht, wenn es uns gut geht, wenn wir Freude haben, dass wir dann einfach auch unseren Gegenüber ansprechen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem telefoniere, ich lächle, auch wenn mich keiner sieht. Mhm. Die können ja sagen, sag mal, was ist mit dem los? Aber durch das Lächeln kann ich einfach mein Gegenüber besser erreichen. Ja, der merkt das sofort. Genau, es ist eine ganz andere Energie, die man selber natürlich ausstrahlt, wenn man lächelt. Genau. Und die Stimme verändert sich auch tatsächlich, einfach die Energie verändert sich. Denn ist einfach durchs Lächeln, auch das eine rein körperliche Funktion, wenn du lächelst, es werden einfach andere Hormone ausgeschüttet. Absolut, ne? Absolut. Und wenn ich die Münze anschaue und es mir gut geht und jetzt passiert auch noch, dass es meinem Gegenüber gut geht, ja, was soll's. Also es ist einfach... Wirklich jetzt schön. Hast du ein paar Kilo, also 14, abgenommen? Das sind nicht nur ein paar, das ist reichlich was. Da hat Erzengel Michael so einiges abgetrennt. Ja, das stimmt. Eben unter anderem deine Süßigkeitensucht. Jetzt ist natürlich mit dem, was Chia Ji Lau. Ist das eigentlich der Vorname Chia Ji oder nur Chia? Chia. Chia. Was Chia macht, die Eggwaffles sind ja ohne diesen raffinierten Zucker, also tatsächlich mit guten Süßmitteln. Würdest du da auch was mitessen können? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gut. Na, dann können wir doch zwischendurch machen wir so eine ganz kurze Werbung und dann gucken wir uns gemeinsam die Eggwaffles an. Was meinst du? Sehr, sehr gut. So machen wir es. Kurze Werbung. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. So, Chia ist dabei, noch ordentlich vorzubereiten. Das ist, jetzt wie hast du jetzt noch? Sojajoghurt. Sojajoghurt, okay. Das genau. Achso, den machst du dann, genau. Dann kommen die Waffles kommen in ein Glas. Genau. Und dann machst du das dann nochmal so mit? Ja, das sind sozusagen die Toppings. Also ja. im Sommer toppen wir dann auch nochmal mit Eiscreme. Mmh. Das konnte ich aber heute leider nicht so gut transportieren. Und deswegen alternative Sojajoghurt. Wir schauen uns nochmal eure Crowdfunding-Seite bei Startnext an, damit auch die Zuschauer sie finden, wenn sie mögen. The Cup Waffle Project, also Crowdfunding für alle die es nicht wissen. Also hier können sich mehrere Menschen zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, nämlich dieses Projekt dann tatsächlich zu starten. Und jeder kann etwas mehr oder etwas weniger spenden. Rechts sehen Sie in der Spalte die Dankeschöns, die es gibt für Ihre Spende. Also wenn Sie 6 Euro spenden wollen, dann bekommen Sie beispielsweise einen Cup Waffle Gutschein. Und bei 25 Euro würden Sie einen Gutschein für 5 Waffles bekommen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen. Es gibt noch quasi so ein Catering-Event. Genau. Da kommt ihr dann vorbei mit eurem Foodtruck und würdet dann zu Hause oder irgendwo im Garten oder irgendwo anders, wo die Leute gerne beköstigt werden möchten, dann mit Cup Waffles beköstigt. Ihr habt die Crowdfunding-Schwelle quasi, dieses Funding-Ziel noch nicht erreicht. Mhm. Ihr habt noch ein paar Tage, aber ihr braucht noch ordentliche Unterstützung. Ja, ne? Wir brauchen etwa noch 50% Unterstützung. Also. Dass wir bis zur Funding-Schwelle kommen. Und wie gesagt, gerade eben, wir haben da ganz viele verschiedene Goodies, ganz viele verschiedene Dankeschöns. Und wir haben auch eins dabei, vielleicht für die Menschen, die nicht in Berlin wohnen. Das ist eine Spende, sozusagen 5 Cup Waffles, die dann beispielsweise du, Jens, kaufst und die wir in deinem Namen an Obdachlose in Berlin spenden. Ja. Also entweder bist du da selbst bei der Aktion dabei oder wir machen ein Foto mit deinem Namen und schicken dir das als Dankeschön und als Wertschätzung einfach das zu. Das ist auch eine wunderbare Idee. Also da finde ich, sollte man gerne noch unterstützen. Mhm. Also schauen Sie mal bei Startnext vorbei, wenn Sie sich die Internetseite vielleicht nicht merken können, thecupwaffleproject.com, dann einfach auf die Startnext-Seite gehen und Cup Waffle eingeben, dann findet man euch auf jeden Fall. Und dann auch gerne spenden und dann auch gerne irgendwann, wenn es dann soweit ist, die leckeren Cup Waffles essen.
Genau. Freuen wir uns auch sehr drauf. Bin ich sehr gespannt. Du, die brauchen noch ein ganz kleines bisschen? Die brauchen noch ein bisschen. Auch extra Maschinen, die ihr aus Hongkong oder aus China habt kommen lassen, die hast du nicht mitgebracht? Nein, als also die sind wirklich auch schon im März wieder zurück. Genau, also in der Verpackung sind die auch wirklich zu schwer. Ja. Die wurden uns dann zugeschickt. Und sind hier sonst auch wirklich nicht erhältlich? Also das sind wirklich, wenn man das auch sieht, das sind quasi chinesische Spezialkonstruktionen, genau, die natürlich aufgrund der Tradition dort mit diesem entsprechenden Dessert nur da produziert werden und keine Chance, die hier zu bekommen. Also du hast bisher, sie nicht gefunden. Nein, bisher habe ich sie nicht gefunden. Ist es eigentlich schwer, weil im Video bei euch hat man gesehen, ihr müsst auch einiges an Genehmigungen einholen. Ist genau. Im Lebensmittelbereich immer wahnsinnig aufwendig und schwer, ne? Genau, das auf jeden Fall. Dadurch, dass wir aber nicht mit Milch arbeiten, fällt das schon mal weg. Ja, okay. Wird sogar leichter. Genau, mit Ei dann logischerweise nicht, aufgrund der Salmonellengefahr. Ja. Aber, oh, die Bauch muss noch ein bisschen bleiben, wir werden auch vegane Optionen angeben, also anbieten. Also das wirklich für alle Leute, was dabei ist. Also, auch Menschen, die vielleicht glutenintolerant sind. Also das war vorhin der interessante Ansatz, also auch Backen ohne Ei. Eine genau. Eggwaffel ohne Ei, genau. Das geht tatsächlich? Das geht tatsächlich. Von der Konsistenz her wird sie natürlich nicht dem Original entsprechen. So wie es jetzt bei uns ist, weil mit unserer Neuinterpretation, mit der gesünderen Alternative, kommt sie dem Original wirklich sehr, sehr nahe. Also dass man vom Geschmack halt auch gar keinen Unterschied schmeckt. Die vegane Option wird ein kleines bisschen anders sein, aber demnach trotzdem noch schmecken. Was nimmt man denn als Eiersatz? Man kann Cashewnüsse beispielsweise benutzen. Was wirklich was völlig anderes ist als genau. Ei, aber das haut tatsächlich hin, geschmacktechnisch. Genau. Okay. Schauen. So, die sehen die schon. Muss, die muss jetzt sieht ganz gut aus, oder? Die muss eigentlich jetzt noch. Oh, die muss jetzt noch ein bisschen abkühlen. Da habe ich jetzt auch gar keinen Rost dabei. Das heißt, ich muss jetzt. Auf der anderen Seite so ein bisschen aus wie Toffifees. Das sind kleine Eierchen. Ja. Ich werde gleich mal weiter. Und Frank, der steht so vor dir. Ganz toll. Möchtest du eigentlich direkt auch so schon zubeißen, ne? Aber ich glaube, es. Schmeckt bestimmt so auch, ja. Ja, mit Sicherheit. Ist ja wie bei uns dann eben der Eierpfannkuchen. So ein bisschen, also kann man das vergleichen mit dem deutschen Eierpfannkuchen? Ein bisschen. Ein bisschen, aber auch also, nur ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen. Dadurch, dass sie aber die kleinen Eierchen hat, auf Kantonesisch heißt es beispielsweise auch Gaidanzai. Gaidanzai. Genau. Das bedeutet kleine Eierchen, wortwörtlich. Und, das heißt, da drin ist noch so ein bisschen Flüssigteig? Das drin ist noch ein bisschen luftig. Ja. Also, das ist wie so eine kleine, wie so ein kleines Küchlein, kann man, wie so ein Madeleine ungefähr, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Oder habe ich jetzt ein bisschen, war ich ein bisschen zu. Ach, kleckert es ein bisschen, das ist auch okay, oder? Ah, hat auch noch umgedreht. So, das heißt, den kannst du jetzt komplett zubereiten? Genau. Da habe ich jetzt aber, normalerweise hat man dann noch diesen Rost sozusagen, wo die dann noch abgekühlt wird. Ich muss jetzt nur kurz gucken. Die muss jetzt noch ein bisschen ruhen. Okay, weil sonst würde das alles in sich zusammenfallen, oder? Sie ist zu heiß, um zu genießen. Und dann hat sie noch nicht die Konsistenz, die sie eigentlich braucht. Und Frank will sich nicht die Finger verbrennen. Genau. Und die Zunge vor allem. Ja, sonst muss Erzengel Michael da wieder eingreifen. Genau. Wir haben noch den Spruch des Tages für Sie, den bringen wir jetzt mal eben schnell. Ich mag Menschen, die einen an der Waffel haben. Die ganz besonderen sind sogar mit Puderzucker bestreut. Anonym. Na, ich weiß, ja, wollte ich gerade, das kannst ja nur du wieder gewesen sein. Ja. Willst nicht mal kurz ins Bild kommen? Nee? Nico ist nämlich, ich wollte fast sagen, von Geburt an Ratte, im chinesischen Horoskop jedenfalls, und wartet auch schon sehnsüchtig auf die Waffel. Die war noch nicht ganz. Genau. Also wir genießen die auf jeden Fall. Ja. Gleich. Ich werde die mal halbieren. Ne? Und Sie können die dann auch genießen, wenn Sie ordentlich spenden, nein, liebe Zuschauer. Denn dann wird es auch klappen. Ganz zärtlich und vorsichtig wird sie aufgetrennt. Das ist jetzt. Die Gläser, die sind ein bisschen vom Umfang her zu klein. Zu klein, ne? Ja, also wir haben natürlich nicht das perfekte Material. Gar kein Problem, hier. Deswegen wir sind wir da flexibel. Lassen, ne? Oder muss. Nee, die muss nicht. Nicht unbedingt jetzt ins Glas. So.
kann man natürlich. Man kann es jetzt sozusagen so dann noch als kleines Segel obendrauf präsentieren, wenn sie nicht in sich zusammenfällt. Ja, wir haben das hier alles ein bisschen improvisiert. Das wird natürlich ganz anders aussehen, wenn ihr dann euren Foodtruck habt und dann durch Berlin fahrt. Ist das geplant oder durch ganz Deutschland? Genau, also wir wollen auf die Streetfood-Märkte in Berlin vor allem. Und wenn wir wirklich dann mobil sind mit einem Foodtruck, dann auch eine kleine Tour machen, dass wir in größere deutsche Städte auch kommen. Und die Unterstützer, die nicht aus Berlin kommen, auch dann so mit der Kapuffel bedienen können. Dann dir ganz herzlichen Dank, Chia, dass du da warst, dein Cup-Waffle-Projekt vorgestellt hast. Frank, ganz lieben Dank, dass du uns gerne Glück gebracht hast und gesagt hast, wir können jetzt die Ernte einfahren. Genau das kann Chia jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen dann auch tun. Sie hat das Projekt vorbereitet und dann fahren Sie, liebe Zuschauer, auch gerne die Ernte diese Woche noch ein und schauen auch morgen wieder rein um 14 Uhr, leichter Lebenszeit für mich. Heute einen wunderschönen bunten Tag noch. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Und wir essen.